Wir haben es vorhin gehört, liebe Zuschauer, die Olympischen Spiele von Tokio, die Sommerspiele werden verschoben. Darum hatte der japanische Ministerpräsident Abe gebeten. Das IOC ist dieser Bitte selbstverständlich gefolgt. Und wir wollen darüber sprechen jetzt mit Dagmar Freitag, der Vorsitzenden des Sportausschusses des Deutschen Bundestages. Guten Tag nach Berlin. Ja, schönen guten Tag, Herr Fittkau. Frau Freitag, jetzt zunächst einmal, was sagen Sie dazu, zu dieser Nachricht? Die kam ja so um kurz vor zwei, dass die Spiele verschoben werden. Also eigentlich war jedem klar, dass die Entscheidung so kommen musste. Aus meiner Sicht ist sie aber zu spät gekommen. Das hätten wir alles schon vor Tagen, wenn nicht vor Wochen haben können. Jetzt sehen wir, während wir sprechen, ein paar Bilder dazu, wie sich die Japaner vorbereitet hatten. Die hatten sich natürlich wahnsinnig gefreut darauf. Wir sehen, wie das olympische Feuer dort angekommen ist. Viele Menschen wohnten dieser Zeremonie bei. Es ist sicher sehr schade für Japan, aber für viele Sportler ist es sicher auch eine wichtige Nachricht, abgesehen davon, dass die Gefährdung für die Zuschauer ja zu groß ist. Sie hören sich um bei Sportlern im Land. Was sagen denn die Sportler zur aktuellen Situation? Also nach allem, was ich gehört habe, haben die Sportler das in großer Mehrheit so auch eingefordert. Sicherlich gibt es da auch unterschiedliche Meinungen, aber der größte Teil derer, mit denen ich gesprochen habe, hat ganz klar gesagt, unter den Bedingungen, die wir zurzeit weltweit haben, sind Olympische Spiele in wenigen Wochen schlichtweg nicht vorstellbar und auch nicht verantwortbar. Und da muss ich sagen, da waren die Athletinnen und Athleten dem Internationalen Olympischen Komitee und der japanischen Regierung im Denken voraus. Mhm. Kommen wir mal weg von den Olympischen Spielen hin sozusagen zum nationalen Sport. Frau Freitag, da sind natürlich unglaublich viele Vereine, nicht nur im Fußball, Eishockey, Basketball, aber auch ganz viele Vereine, ich sag jetzt mal in solchen Sportarten, die nicht so häufig in den Medien Präsenz haben, Leichtathletik, Touren etc., jetzt um nur mal zwei zu nennen. Jetzt geht es ja im Bundestag in dieser Woche um diesen Rettungsschirm, um viele, viele Milliarden, die aufgelegt werden, um die unterschiedlichsten Wirtschaftsbereiche zu schützen. Fällt der Sport, fällt der Breitensport da unten durch oder wird auch der Sport, werden auch die Sportvereine in irgendeiner Form unterstützt und gestützt? Naja, den Sport gibt es so nicht. Natürlich gilt es zum Beispiel für unsere Spitzenverbände, die ja auch eigene Geschäftsstellen unterhalten, dass sie das Instrument der Kurzarbeit für sich in Anspruch nehmen können. In den Breitensportvereinen, die Sie auch angesprochen haben, haben wir es sehr selten mit hauptamtlichen Mitarbeitern zu tun. Da ist das Ehrenamt vorherrschend. Und ich weiß beispielsweise von Hamburg, die speziell auch für ihre Breitensportvereine schon ein Unterstützungsprogramm aufgelegt haben. Also ich glaube, da werden die Programme der Bundesländer und des Bundes ineinander greifen. Wir haben wirklich die gesamte Gesellschaft im Auge. Sagt Dagmar Freitag, die Vorsitzende des Bundestagsausschusses für den Sport. Vielen Dank, Frau Freitag. Danke für dieses Interview. Sehr gerne.